Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I'm gonna quiz you on adjective declensions when there are definite and indefinite articles in front of the adjective. And we're going to be doing all four cases. Los geht's! Test Adjektivendungen Bestimmte und unbestimmte Artikel Alle Fälle First sentence that's a big dog. How do you say that in German? Das ist ein großer Hund. Das ist ein großer Hund. We're using the main verb sein, so Hund needs to be in the nominative case. This is a nice lamp. How do you say that in German? Das ist eine schöne Lampe. Das ist eine schöne Lampe. This is a small house. Wie sagt man das auf Deutsch? Das ist ein kleines Haus. Das ist ein kleines Haus. These are not beautiful flowers. Wie sagt man das auf Deutsch? Das sind keine schönen Blumen. Das sind keine schönen Blumen. The young doctor is treating the patient. Wie sagt man das auf Deutsch? Die junge Ärztin behandelt den Patienten. Die junge Ärztin behandelt den Patienten. Ärztin is the subject of the sentence. That's why it takes the nominative case. He's washing the dirty laundry. Wie sagt man das auf Deutsch? Er wäscht die schmutzige Wäsche. Er wäscht die schmutzige Wäsche. Die schmutzige Wäsche is the direct object in this sentence, and that's why it takes the accusative case. Many want to learn the German language. Wie sagt man das auf Deutsch? Viele wollen die deutsche Sprache lernen. Viele wollen die deutsche Sprache lernen. Die deutsche Sprache is the direct object, so it takes the accusative case. The old wine is in the basement. Wie sagt man das auf Deutsch? Der alte Wein steht im Keller. Der alte Wein steht im Keller. Der alte Wein is the subject of the sentence. so it takes the nominative case i'm playing with the striped cat wie sagt man das auf deutsch ich spiele mit der gestreiften katze ich spiele mit der gestreiften katze mit is a dative preposition that's why der gestreiften katze is in the dative case. She bought an expensive golf club. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat einen teuren Golfschläger gekauft. Sie hat einen teuren Golfschläger gekauft. Einen teuren Golfschläger is the direct object, so it's in the accusative case. He gave me the heavy book. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat mir das schwere Buch gegeben. Er hat mir das schwere Buch gegeben. Das schwere Buch is the direct object because that's what's being given. That's why it's in the accusative case. She has a beautiful smile. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat ein schönes Lächeln. Sie hat ein schönes Lächeln. Ein schönes Lächeln is the direct object. That's why it's in the accusative case. The red car is in the driveway. Wie sagt man das auf Deutsch? Das rote Auto steht in der Einfahrt. Das rote Auto steht in der Einfahrt. Das rote Auto is the subject. That's why it's in the nominative case. I'm going to the movies with my younger brother. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich gehe mit meinem jüngeren Bruder ins Kino. Ich gehe mit meinem jüngeren Bruder ins Kino. Mit is the dative preposition. That's why meinem jüngeren Bruder is in the dative case. He told me about his exciting vacation. Wie sagt man das auf Deutsch? er hat mir von seinem aufregenden urlaub erzählt er hat mir von seinem aufregenden urlaub erzählt von is a dative preposition and that's why seinem aufregenden urlaub is in the dative case he went to the checkout with a full cart wie sagt man das auf deutsch er ist mit dem vollen einkaufswagen zur kasse gegangen er ist mit dem vollen Einkaufswagen zur Kasse gegangen. Mit ist a dative Preposition. The father of the little girl is talking to the teacher. Wie sagt man das auf Deutsch? Der Vater des kleinen Mädchens redet mit der Lehrerin. Der Vater des kleinen Mädchens redet mit der Lehrerin. Here we're using the genitive case. We're saying the father of the little girl I'm sitting on a comfortable chair Wie sagt man das auf Deutsch Ich sitze auf einem bequemen Stuhl Ich sitze auf einem bequemen Stuhl Auf is a two way preposition This means that we either have to use the dative case or the accusative case We use the dative case when we're talking about a location or a position, and we use the accusative case when we're talking about a motion. Here in this case, I am sitting on a chair. I'm just sitting there, I'm not moving. That's why auf requires the dative case. The screaming kids are running into the house. Wie sagt man das auf Deutsch? Die schreienden Kinder laufen ins Haus. Die schreienden Kinder laufen ins haus The kids are the subject in this sentence that's why we're using the nominative case The flight attendant is talking to the angry passenger Wie sagt man das auf deutsch Der Flugbegleiter spricht mit dem verärgerten Passagier Der Flugbegleiter spricht mit dem verärgerten Passagier mit is a dative preposition That's why dem verärgerten Passagier is in the dative case. The journalist is reporting about a massive earthquake. Wie sagt man das auf Deutsch? Der Journalist berichtet von einem schweren Erdbeben. Der Journalist berichtet von einem schweren Erdbeben. Von is a dative preposition. The old building was torn down. Wie sagt man das auf Deutsch? Das alte Gebäude wurde abgerissen. Das alte Gebäude wurde abgerissen. Gebäude is the subject here. That's why it's in the nominative case. The startup company developed a useful app. Wie sagt man das auf Deutsch? Das Startup-Unternehmen hat eine nützliche App entwickelt. Das Startup-Unternehmen hat eine nützliche App entwickelt. Eine nützliche App is the direct object. That's why it's in the accusative case. He put the clean plates into the cupboard. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat die sauberen Teller in den Geschirrschrank gestellt. Er hat die sauberen Teller in den Geschirrschrank gestellt. Die sauberen Teller is the direct object. So it's in the accusative case. He hung the wet towel on the clothesline. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat das nasse Handtuch auf die Wäscheleine gehängt. Er hat das nasse Handtuch auf die Wäscheleine gehängt. Das nasse Handtuch ist the direct object and it's in the accusative case. Who cooked the delicious food? Wie sagt man das auf Deutsch? Wer hat das leckere Essen gekocht? Wer hat das leckere Essen gekocht? Das leckere Essen ist in the accusative case. I like your checkered tie. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich mag deine karierte Krawatte. Ich mag Deine karierte Krawatte. Deine karierte Krawatte is the direct object, so it's in the accusative case. Who ate all the cookies? Wie sagt man das auf Deutsch? Wer hat die ganzen Kekse gegessen? Wer hat die ganzen Kekse gegessen? Die ganzen Kekse is in the accusative case. I admired his new car. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe sein neues Auto bewundert. Ich habe sein neues Auto bewundert. He made me a strong coffee. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat mir einen starken Kaffee gemacht. Er hat mir einen starken Kaffee gemacht. Einen starken Kaffee is the direct object. He gave an interesting speech. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat einen interessanten Vortrag gehalten. Er hat einen interessanten Vortrag gehalten. She has a contagious disease. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat eine ansteckende Krankheit. Sie hat eine ansteckende Krankheit. I met the new employee. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe den neuen Mitarbeiter kennengelernt. Ich habe den neuen Mitarbeiter kennengelernt. I need a new screen. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich brauche einen neuen Bildschirm. Ich brauche einen neuen Bildschirm. He gave me good advice. Wie sagt man das auf Deutsch? er hat mir einen guten tipp gegeben er hat mir einen guten tipp gegeben the professor helped the desperate student wie sagt man das auf deutsch der professor hat dem verzweifelten studenten geholfen der professor hat dem verzweifelten studenten geholfen helfen is a data verb That's why dem verzweifelten Studenten is in the dative case. He put on his new jeans. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat sich seine neue Jeans angezogen. Er hat sich seine neue Jeans angezogen. She tried on the blue dress. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat das blaue Kleid anprobiert. Sie hat das blaue Kleid anprobiert. She listened to the long interview. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat sich das lange Interview angehört. Sie hat sich das lange Interview angehört. He slept all day. Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat den ganzen Tag geschlafen. Er hat den ganzen Tag geschlafen. I'm going to the park with both of my dogs. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich gehe mit meinen beiden Hunden in den Park. Ich gehe mit meinen beiden Hunden in den Park. She talked to her best friend on the phone. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat mit ihrer besten Freundin telefoniert. Sie hat mit ihrer besten Freundin telefoniert. I talked to a new client on the phone. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe mit einem neuen Kunden telefoniert. Ich habe mit einem neuen Kunden telefoniert. I ordered the new curtains online. Wie sagt man das auf Deutsch? Die neuen Vorhänge habe ich online bestellt. Die neuen Vorhänge habe ich online bestellt. Die neuen Vorhänge is the direct object here. That's why we're using the accusative case. The subject in this sentence is ich. You could also say: Ich habe die neuen Vorhänge online bestellt. From our hotel room we have a stunning view. Wie sagt man das auf Deutsch? Von unserem Hotelzimmer aus haben wir eine traumhafte Aussicht. Von unserem Hotelzimmer aus haben wir eine traumhafte Aussicht. She danced on the big stage. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie hat auf der großen Bühne getanzt. Sie hat auf der großen Bühne getanzt. We're using the two-way preposition auf and we're talking about the location where she danced. She danced on the stage. That's why we have to use the dative case. We met with the Chinese investors. Wie sagt man das auf Deutsch? Wir haben uns mit den chinesischen Investoren getroffen. Wir haben uns mit den chinesischen Investoren getroffen. Christian was awarded for his stunning performance. Wie sagt man das auf Deutsch? Christian wurde für seine herausragende Leistung ausgezeichnet. Christian wurde für seine herausragende Leistung ausgezeichnet. Für is an accusative preposition. That's why Seine herausragende Leistung is in the accusative case. We cannot afford a new car. Wie sagt man das auf Deutsch? Wir können uns kein neues Auto leisten. Wir können uns kein neues Auto leisten. The German exchange students were impressed by the American school. Wie sagt man das auf Deutsch? Die deutschen Austauschschüler waren von der amerikanischen Schule beeindruckt. Die deutschen Austauschschüler waren von der amerikanischen Schule beeindruckt. Die deutschen Austauschschüler is the subject of this sentence. That's why it's in the nominative case. Von is a dative preposition and that's why der amerikanischen Schule is in the dative case. All right, let me know how you did in the comment section below and if I should do this type of quiz more often. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.